Ja, liebe Frau Renner-Henkel, als wir vor einem halben Jahr, glaube ich, so ungefähr über das Thema der heutigen Veranstaltung sprachen, hatte ich Ihnen ja eine ganze Liste von Themen vorgelegt und Sie haben das hier ausgewählt. Da wussten wir ja noch nicht, oder ich jedenfalls ahnte noch nicht, dass das so etwas wie eine kleine akademische Abschiedsvorlesung ist. Die anderen Themen waren viel spezieller aus der Medizinethik. Dieses Thema erlaubt so ein wenig auch etwas auf eine Programmatik, wenn man so will, einzugehen. Das werde ich am Schluss vielleicht, soweit die Zeit reicht, noch ein bisschen auszuführen versuchen. Stichwort Theorie der Rationalität. Die Frage war sicher nicht so die Zugnummer, denn sie ist ziemlich unklar, genauer gesagt fast merkwürdig. Erstens mal ist sie sprachlich ungenau. Europa könnte Definiendum oder Definiens sein. Das lässt sich schnell klarstellen. Ich meine sie so, dass Europa das Definiendum ist. Also welche Bestimmungsmerkmale machen die Bedeutung des Ausdrucks Europa aus? Aber auch dann ist es noch eine komische Frage. Es klingt so ein bisschen, wenn die Philosophen Definitionsfragen aufwerfen, werden die immer gern mit Wesensfragen gekoppelt und dann klingt es schon ziemlich weltfremd. Also jedenfalls ist die Frage irgendwie inaktuell, unpragmatisch, ja so richtig philosophisch. Ist sie aber nicht, denn wenn wir die politische Agenda betrachten, die unterschiedlichen Themen, die uns so im Moment beschäftigen, dann ist die Frage, was denn Europa ausmacht, immer auch irgendwie inkludiert. Also wir reden über die Weltfinanzkrise und das ist ja auch eine Krise des Euro und damit ist Europa im Spiel und in den internationalen, auf den internationalen Ebenen agiert Europa sozusagen als Handlungssubjekt, aber auch als Handlungsobjekt. Und wir diskutieren über Afghanistan und da wird angeblich unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt. Und wer sind denn wir? Wessen Freiheit wird denn da verteidigt? Ja, es ist die deutsche, sicher nicht, also vielleicht eher die europäische. Und wir wollen die Krankenversicherung reformieren und machen wir das auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene. Was heißt überhaupt Sozialpolitik auf europäischer Ebene? Das sind alles Fragen des sozusagen normalen Alltags, die die Europafrage einbeziehen. Sowohl nach der, auf der Frageebene der Handlungsebene, also wird regional, national, europäisch oder global agiert. Und das ist je nach Thema anders zu beantworten. Es gibt Umweltfragen, die nur global sinnvollerweise angegangen werden. Dinge wie Müllentsorgung sind vielleicht eher regionale Fragen. Es sind also die Fragen nicht von Haus aus von dieser oder jener Art, aber die europäische Ebene ist immer auch mit zu diskutieren. Und es ist eine Frage der Handlungsinstrumente. Auf welcher Ebene sollen die Instrumente gewählt werden? Nationale Gesetzgebung, EU-Richtlinien und so weiter. Wenn man nach einer Definition Europas fragt, hat man also sowohl die Frage nach Aufgabendefinitionen zu stellen, was soll auf der europäischen Ebene überhaupt platziert werden. Viele Leute meinen, da sei zu viel, das Prinzip der Subsidiarität sei verletzt und so weiter. Es ist aber auch ein Zugehörigkeitsproblem. Wer gehört dazu? Nun, die Frage wird immer gleich kapriziert auf das Türkei-Problem, das auch wirklich ein virulentes Problem ist, aber wir haben andere Zugehörigkeitsprobleme. Wer die Europakarte sich anguckt, der wird in der Mitte immer so einen kleinen Klecks finden, das ist die Schweiz, die erstmal nicht dazugehört, zweitens mal über sogenannte zweiseitige Abkommen, zweiseite heißt immer die Schweiz hier und der Rest Europas da, dann doch wieder. Norwegen ist nur teilintegriert und so weiter und wir reden überhaupt über drei Nationenkreise wenigstens. Die EU, das sind im Moment 27, zahlentechnisch kann man das nicht im Moment gut merken, weil es immer die 7 ist. In der EU gibt es eine Teilklasse, das sind die Euro-Staaten, das sind 17 und dann gibt es noch, was meistens vergessen wird, den Europarat, das sind 47 Staaten. Und was macht denn nun Europa eigentlich aus, wenn wir allein diese Mengenproblematik mal betrachten? Besteht Europa aus 17 Staaten? Sicher nicht. Aus 27? Auch nicht, denn nächstes Jahr kommt Kroatien hinzu, wie wir wissen. Und der Europarat sind 47, da sind sehr viele Staaten dabei, über die man sich wundert. Also muss man doch irgendwie etwas abgrenzen und die Definitionsfrage ist keineswegs irgendwie nur penibel und unpragmatisch. Nun, warum überhaupt definieren? Wenn man Wittgensteins semantischer Theorie folgt, Stichwort Meaning as Use, dann ist es keineswegs so, dass für die normale Kommunikation wir ständig alle lexikalischen Ausdrücke nur aufgrund von Definitionen kennen. Im Gegenteil.
Wer kennt schon die Definition von Feuer oder von Fahrrad oder von Sturzhelm oder was weiß ich? Wir haben alle und können auch normal kommunizieren, semantische Kerne, mit denen wir arbeiten, und nur hin und wieder merken wir, dass wir uns missverstehen. Und dann sagt Wittgenstein in einer Metapher, die ich sehr schön finde, es genügt in normalen Kommunikationsprozessen hin und wieder mal an einer oder der anderen Stelle die Ränder etwas schärfer zu machen. Das heißt, es ist sozusagen ein pragmatisch vorgegebenes Stückchen Rand, das mal hin und wieder geschärft werden muss. Fast nie sind wir in der Verlegenheit, alle Ränder scharf machen zu müssen. Wissenschaftssprachen allerdings werden sehr häufig so angesehen, als müsse man immer alles definieren und das heißt alle Ränder scharf machen. Kurz gesagt, diese Konzeption unterstellt so etwas wie eine permanente, extreme semantische Krisensituation, als sei immer alles unklar, und das ist mit Sicherheit eine unzutreffende Unterstellung. Nun ist Europa gar kein Ausdruck der Wissenschaftssprache, jedenfalls im Allgemeinen eher nicht. Er ist sowieso sprachlich ziemlich unklar. Ist es überhaupt ein Nominator oder ein Prädikator? Manchmal so, manchmal so. Also wir sagen, Europa muss in der Welt zusammenstehen und sich behaupten, sonst sind die Chinesen in wenigen Tagen dominant. Dann ist das eine Nominatorenverwendung. Wir sagen aber auch, dies oder jenes sei europäisch oder ist nicht europäisch, das ist eine prädikative Verwendung. Das sind also schon mal erste Abgrenzungsprobleme und, wie ich schon andeutete, wir wissen nicht ganz genau, was dazu gehört. Nun, ich gehe kurz Definitionsversuche durch, nach dem schönen Schema. Erstens Definitionen, die keiner für richtig hält. Zweitens kulturelle Definitionen, die manche für richtig halten. Und drittens die richtige Definition. Geografische Bezeichnungen sind sehr beliebt. Papa, wie weit geht denn Europa so im Osten? Da sagt der Papa meistens, ja, bis zum Ural. Denn da ist so ein brauner Streifen auf der Landkarte und da kann man sagen, bis dahin geht's. Und dann könnte man fragen, warum nicht 30 Kilometer früher oder später. Das ist komisch. Und wenn die Türkei-Frage gestellt wird, sagt man gerne bis zum Bosporus. Das unterstellen jedenfalls die, die wahrscheinlich unaufmerksamerweise vom europäischen Teil der Türkei sprechen. Wenn man so redet, hat man natürlich die Frage schon vorentschieden, die man eigentlich entscheiden möchte. Himmelsrichtungen sind auch sehr beliebt. Man sagt der Westen, ja, das ist die westliche Welt im Unterschied zur östlichen Welt. Es gab einen östlichen Divan, das war mal sehr beliebt. Das ist auch erstmal plausibel, denn nach Westen hin scheint die Abgrenzung durch den Atlantik ziemlich einfach. Obwohl man sich ja fragt, was mit USA, Kanada, Brasilien und Argentinien ist. Darauf komme ich zurück. Also das ist kurz abgehandelt. Jetzt kommen ernster zu nehmende Definitionen. Und da ist eine sehr beliebte und im Moment in der politischen Rhetorik auch wieder ständig präsupponierte zu sagen, Europa werde durch eine Religion definiert, nämlich durch das Christentum. Ich spiele kurz an auf das schon vor längerer Zeit 1998 erschienene Buch von Samuel P. Huntington, Clash of Civilizations, einem amerikanischen Politologen und Regierungsberater. Im Deutschen wird gerne vom Kampf der Kulturen gesprochen. Clash heißt natürlich nicht Kampf, sondern eher sowas wie Zusammenprall. Also wir haben es gern martialischer, da ist doch eine leichte Sinnverschiebung. Das nur am Rande. Jetzt aber zur These. Huntington ist der Meinung, dass die Weltpolitik im 21. Jahrhundert nicht so sehr durch territoriale Auseinandersetzungen oder ökonomische geprägt ist, sondern durch Konflikte zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen. Das ist seine These. Wodurch ist der Ausdruck Kulturkreis nun definiert? Bei Huntington ganz klar durch die Zugehörigkeit zu religiösen Bekenntnisgruppen. Er unterscheidet also den christlichen Kulturkreis zum Beispiel vom islamischen. Da sieht er sehr starke Konfliktpotenziale angelagert. Das heißt, hier ist ganz klar Europa als die Ära des Christentums definiert. Und an diese Definition muss man doch eine Reihe von kritischen Fragen stellen. Zunächst eine einfach historische. Es sind ja eine Reihe von Historikern im Raume, die mich da überwachen können jetzt. Ich sage mal in einer gewissen Grobheit, die politische Dominanz des Christentums beginnt so cum grano salis mit Konstantin, also sagen wir mal 325. Und im Jahre 325 bestand der Kulturraum, den wir mit Europa meinen, schon über Jahrhunderte hinweg.
Man stelle sich nur vor, dass der zeitliche Abstand zwischen Konstantin und Sokrates etwa 700 Jahre beträgt. Tragen wir die 700 Jahre ab, landen wir bei Thomas von Aquin. Ein so langer Zeitraum wird ausgeschlossen, wenn man das Christentum als Definition betrachtet. Das heißt, große Teile der römischen und die gesamte griechische Antike und einiges, was vielleicht davor noch anzusprechen wäre, wird hier völlig ausgeblendet, wenn man von dieser Definition ausgeht. Und bei allem Respekt vor religiösen Überzeugungen, ein Philosoph kann niemals akzeptieren, dass Europa mit dem Christentum beginnt und Sokrates auf diese Weise gewissermaßen ausgebürgert wird. Schon die Kirchenväter hatten da ihr Problem und haben ja den Sokrates Christianus sozusagen anonym nachzutaufen versucht. Die Lehre vom anonymen Christentum ist im Wesentlichen durch den Versuch, die Antike sozusagen nachzutaufen, in die Debatte gekommen. Auch unser Herr Bundespräsident, der ja aus unterschiedlichen Gründen im Moment die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit findet, hat durch seine Bemerkung, der Islam gehöre zu Deutschland, die ganze Debatte auf eine Religionsdebatte konzentriert und auf diese Weise, sagen wir mal, etwas symptomatisch hervorgehoben, was ich mal ein wenig dramatisierend als Antikenvergessenheit bezeichnen möchte. Wir leben in einer Phase der europäischen Kulturentwicklung, in der man sich mal wieder kaum darauf besinnt, dass Europa in der Antike beginnt. Solche Phasen werden in der Regel durch Renaissancen abgelöst. Die Renaissance war sozusagen eine besonders markante Wiedererinnerung an die Antike. Aber im Grunde haben wir schon seit der lateinischen Antike immer wieder solche Rückbeziehungen und Rückbesinnungen. Und ein bisschen muss ein Philosoph ja auch ein Prophet sein. Ich sage voraus, nachdem wir jetzt alles abschaffen, was Antike bedeutet, der letzte Inhaber des Graecums ist verstorben, wird die nächste Renaissance dann eintreten, so in 20 bis 50 Jahren. Und dann werden wir mit großer Geste alles wieder einführen. Es werden mit Sicherheit Erziehungswissenschaftler sein, die das vehement fordern, dass das unbedingt sein muss. Aber auch wenn wir von der Antike mal absehen, es gibt ja auch Europäer, die sich keinem religiösen Bekenntnis zurechnen. Und ich würde nicht nur Sokrates gerne nicht ausbürgern, sondern auch Voltaire nicht gerne ausbürgern, dessen Bedeutung ja jetzt gerade angesichts der Besinnung auf Friedrich den Großen auch wichtig ist. Und in dem Zusammenhang will ich auch wenigstens am Rande die christliche Propagandaformel jüdisch-christlich kritisieren. Auch das ist in der Islamdebatte im Anschluss an die Bemerkung des Bundespräsidenten wieder hervorgetreten. Warum Propagandaformel? Weil die Rede von jüdisch-christlich ja immer präsupponiert, dass das Judentum so etwas wie eine Vorläuferrolle in Bezug auf das Christentum hat. Genau das hat ja auch Johannes der Täufer in Person verkündet, aber das wird ein Jude natürlich nicht akzeptieren, dass seine Kultur nur Vorläuferfunktionen hat. Auch die Rede vom Alten Testament, die immer wieder gerne fahrlässig verwendet wird, weist ja auf ein Neues hin, das heißt auf etwas Überholtes, das durch etwas Neues zustande gekommen ist. Kein Jude wird sich darauf einlassen, seine Kultur als Vorgeschichte einer eigentlichen Geschichte zu betrachten. Hier sollte man also in Bezug auf die Religionen auch etwas vorsichtiger sein, aber das ist nur eine Randbemerkung. Eine ganz andere Definitionsversuchsfamilie, es sind etliche Ansätze, ich fasse die aber zu einem zusammen, ist der Versuch, über die Einheit einer Geschichte zu gehen. Auch das ist eine sehr merkwürdige Bestimmung, denn was heißt hier Einheit? Wenn es überhaupt etwas gab, was die europäischen Nationen gewissermaßen zu einer Einheit zusammenfügte, waren es im Großen und Ganzen Kriege. Nun kann man einwenden, und mir ist auch schon eingewandt worden, ja, das stimmt ja, aber Kriege sind ja auch ganz nützlich, da lernt man sich ja kennen. Ja? Streit verbindet, und dann gibt es ja so rührselige Geschichten wie Weihnachten 1944 in der Westfront, die Waffen schwiegen und die Tannenbäume herübergereicht wurden, bis dann am dritten Weihnachtstag die Artillerie wieder loslegte. Ja, das ist schon ganz richtig. Streit ist eine Form des sich Kennenlernens. Das gilt ja nicht nur zwischen Nationen, sondern auch in Kleingruppeninteraktionen. Ja, da lernt man den anderen mal kennen, wenn man sich streitet. Aber diese Charakterisierung ist in jeder Hinsicht unbestimmt. Erstes Mal, manche interagierten viel miteinander, manche waren sogar Erbfeinde, die kannten sich natürlich besonders gut.
Manche hatten nie was miteinander zu tun und viele Verbindungen, ob kriegerische oder kommerzielle, gingen weit über die Grenzen dessen hinaus, was man heute als Europa zu definieren geneigt ist. Die Seidenstraße ging bekanntlich von Venedig bis nach Tibet und China. Die Lieblingsgegner der Griechen waren ja die Perser. Da gab es ja den ersten Perserkrieg, den zweiten, den dritten, ich weiß nicht wie viele. Die Lieblingsgegner der Römer waren die Karthager, die saßen also auf der afrikanischen Seite. Spanier und Portugiesen stahlen ihr Gold in Mittel- und Südamerika und die NATO umfasst USA und Kanada. Kurz gesagt, die historischen Interaktionsfelder geben weder intern noch extern keine klaren Abgrenzungen. Dann wird gern gesagt, noch eine ganz andere Familie von Charakterisierungen. Europa, das sei erstmal eine Wirtschaftsunion und da spielt man gerne auf die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg an, Montanunion, Euratom, EG, EU und Europarat, der im Übrigen, das vergaß ich vorhin zu sagen, ja die sehr wichtige Aufgabe der Menschenrechtskonvention vom Ende der 40er Jahre weiter zu buchstabieren und durch Folgekonventionen auszufüllen. Das erwähne ich deshalb, weil das Menschenrechtsthema noch eine Rolle spielen wird. Aber das sind ja bereits Manifestationen einer Zusammengehörigkeit und nicht sozusagen Definientia. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in einem Zirkel. Man könnte fragen, warum gehören denn die dazu und jene nicht? Und damit ist das Definitionsproblem wieder da. Nun, ich suche, jetzt komme ich zum dritten Punkt, die Definition schon im kulturellen Raum. Aber weder bei ökonomischen Verhältnissen noch bei kriegerischen oder kommerziellen Interaktionen, sondern in einem Syndrom, einem kulturhistorisch übrigens eigenartigen Syndrom von Aufklärung, Wissenschaft und Humanismus, Humanismus im Sinne eines universalistischen Ethos, das ich für einmalig halte und weltweit sonst nirgendwo sehe. Das auch im Übrigen die Philosophie seit ihren Gründungsvätern antreibt und dass man, zugegeben nicht ohne einen gewissen verbalen Pomp, vielleicht als abendländisches Vernunftprojekt bezeichnen kann. Definitionen sind ja nicht nur einfach Abschilderungen von Sprachgebräuchen, da wäre ich natürlich mit dieser Charakterisierung ziemlich verloren, sondern sie sind auch Normierungen von Sprachgebräuchen und mein Vorschlag ist eben in der Richtung sozusagen den Kern des Europäischen zu sehen und auch dann so Beitrittsfragen in diesem Lichte zu interpretieren. Das wird sicher in der Diskussion noch Nachfragen erzeugen, auf die ich dann gerne eingehe. Nun, der Ursprung dieses Syndroms ist zweifellos das klassische Griechenland, also die große griechische Philosophie, die allerdings eine weit in die Vergangenheit hineinreichende Vorgeschichte hat und die in einem berühmten Buch, Stichwort vom Mythos zum Logos, beschrieben worden ist. Und dieser Titel hat sehr viel Kritik gefunden. Da gibt es sehr viele Details, die vermeintlich oder wirklich nicht abgedeckt werden. Ich halte aber diese Formel vom Mythos zum Logos immer noch im Sinne einer großflächigen Beschreibung für eine richtige. Es hat sich eben zu einem bestimmten Zeitpunkt die griechische Hochkultur in Auseinandersetzung mit anderen antiken Großkulturen, die natürlich auf diese Weise auch Einfluss genommen haben, auf das klassische Griechenland, also Mesopotamien, Ägypten, altpersische Kulturen, durch Handelsbeziehungen. Die Griechen waren ja die ersten, die dank Thales und anderer Kosmologen küstenferne Schifffahrt betreiben konnten, weil sie eine recht ordentliche Astronomie bereits hatten. Also gerade deswegen waren sie sozusagen sehr integrativ kulturell, konnten sich sehr weit bewegen, bis dann schließlich im Imperium Romanum so etwas wie eine politische Einheit im Sinne eines Rechtsraums entstanden ist, die, wie wir ja wissen, nie komplett und nie perfekt war, aber im Großen und Ganzen doch dominant. Erst nachdem das geschehen war, treten im Übrigen die drei monotheistischen Buchreligionen, Judentum, Christentum und Islam, in wirkmächtiger Weise auf den Plan. Das Judentum gibt es auch schon erheblich länger, auch das geht wenigstens mit den großen Propheten bis auf die sogenannte Achsenzeit zurück. Aber dass es sozusagen einen kulturellen Resonanzboden hatte, nämlich das Römische Reich, das dauerte doch erhebliche Zeit und nur in diesem Rahmen sind dann Christentum und Islam in ihrer Entwicklung zu sehen. Das nochmal als historische Bemerkung zu diesen religionsorientierten Definitionsversuchen.
Grob gesagt ist also Athen und nicht Jerusalem die topografische Metapher für die Frühgeschichte der europäischen Identitätsfindung. Und da unser Altdekan Busse vor einigen Jahren in seiner Emeritierungsrede genau das Gegenteil behauptet hat, nämlich gesagt hat, das Heil der Welt ginge von Jerusalem und nicht von Athen aus, will ich dieser These doch mal kontradiktorisch entgegentreten. Ich sage allerdings nicht, das Heil der Welt geht von Athen aus, weil der Ausdruck Heil natürlich in die religiöse Rhetorik gehört. Wer meint, der Welt müsse ein Heil widerfahren, der meint ja, sie müsse von etwas geheilt oder erlöst werden und hat schon automatisch so eine Erbsündenkonzeption im Hintergrund. Das wäre jedenfalls ungriechisch, aber auch ansonsten unplausibel. Und da ich gerade heute Morgen 5:05 im Autoradio die Morgenandacht gehört habe, muss ich doch mal sagen, 350 Jahre vor der Bergpredigt ist das erste Lehrbuch der Ethik von Aristoteles veröffentlicht worden, die Nikomachische Ethik, die im 8. und 9. Kapitel eine Lehre von der Freundschaft entwickelt. Und das erwähne ich deshalb, weil der Prediger heute Morgen meinte, Jesus habe die Ethik erfunden. Das gehört also ganz in dieses Syndrom, das ich eben erwähnte. Abendländisches Vernunftprojekt, das sollte ich jetzt zum Ende doch noch etwas explizieren. Das scheint doch ziemlich unplausibel zu sein und insbesondere ist ja klar, dass es selten richtig vernünftig zuging in der Geschichte des Abendlandes. Außerdem gibt es in der Philosophiegeschichte erhebliche Kontextualisierungen des Vernunftgedankens in Richtung einer sprachlichen, historischen und politischen Eingebundenheit von Vernunft. Das ist in der Tat anzuerkennen, das sehe ich auch nicht so sehr als Widerlegungsversuche, sondern als weitere Differenzierung des Vernunftgedankens. Vernunft ist eben immer sprachlich, historisch und politisch verfasst und eingebunden, aber trotzdem ist sie da und was heißt das? Zwei Prinzipien oder Kriterien will ich herausheben, man könnte natürlich viel mehr erwähnen. Was bedeutet abendländisches Vernunftprojekt? Zwei Prinzipien werden anerkannt oder erleben einen allmählichen, historisch oft mühsam errungenen Durchbruch, so sollte man vielleicht reden und damit die ganze Sache etwas dynamisieren. Erstens das Prinzip genereller Diskursivität. Alle Geltungsansprüche müssen sich diskursiv einlösen lassen, sowohl kognitive behaupten, also regulative auffordern und handeln. Und handeln heißt da sowohl Poiesis, also handwerkliches Handeln, wie auch zwischenmenschliches Handeln. Und diskursiv heißt, Diskurs ist ja heute so ein Allerweltswort geworden, deswegen muss man wieder daran erinnern, der Ausdruck meint ja eigentlich ein schrittweises Durchlaufen, Durchgehen, ein Prozess. Und der Gedanke ist schon von Aristoteles in der Metaphysik, Buch Gamma, entwickelt worden, in Kritik an Platon. Platon hat ja im Höhlengleichnis und an anderen Orten die Vorstellung gehabt, dass der menschliche Verstand die Wahrheit gewissermaßen mit einem Schlage erkennt, ex aifnes, wie ein Blitz, ereignet sich die Entdeckung der Wahrheit in ihm. Und Aristoteles hat dagegen gehalten, dass das vielleicht für den unendlichen Verstand gilt, der endliche dagegen müsse sich die Wahrheiten durch mühsames, schrittweises Durchlauf, Station zu Station erarbeiten, sozusagen. Und die Syllogistik ist nichts anderes als der Versuch, das formal pragmatisch zu elaborieren, was dieses schrittweise Erarbeiten bedeutet. Wenn man das etwas stilisiert, es geht um Geltungsansprüche, dann gibt es immer einen Proponenten, der den Geltungsanspruch erhebt und einen Opponenten, der ihn bezweifelt oder ihm, wenn es gut geht, zustimmt. Und so kann man das Prinzip auch so formulieren. Es besagt, dass grundsätzlich keine Lebensdomäne, keine Wissens- oder Handlungsdomäne akzeptiert wird, die dem Recht des Opponenten zu zweifeln und der Pflicht des Opponenten zu begründen entzogen sind. Das ist eine sehr starke These. Geltungsansprüche werden also weder durch die Außerordentlichkeit des Proponenten, wie beim autoritativen Wissen, etwa Offenbarungswissen, noch durch die Außerordentlichkeit des Gehalts, wie beim elitären Wissen, etwa im Mythos, noch durch die Außerordentlichkeit des Verfahrens des Wissenserwerbs, wie beim klandestinen Wissen, Orakel, fundiert, sondern ausschließlich durch diskursive, das heißt durch nachvollziehbare Verfahren. Und das spielt bereits auf das zweite Prinzip an, die universelle Diskurskompetenz, also die
Kollegen merken, generell hier, universell da. Generalität heißt alle Inhalte und Universalität heißt alle Akteure. Prinzipiell jeder ist fähig, ja jeder und jede natürlich, ist fähig und berechtigt, an Diskursen um Geltungsansprüche als Proponent oder Opponent teilzunehmen. Jeder muss Proponent und jeder darf Opponent sein. Das bedeutet Universalität. Und die erheblichen praktischen, vor allem emanzipatorischen Folgen dieser Auffassung liegen auf der Hand und sind von den Klassikern der Moderne, von Kant bis in unser Jahrhundert, bis ins letzte Jahrhundert hinein, also sagen wir von Kant bis Rawls und Habermas, ja auch ausgearbeitet worden. Dieser Gedanke führt zur grundsätzlichen Rechtsgleichheit in einem Rechtsraum und zur grundsätzlichen Anerkennung von Menschenrechten in transkultureller Perspektive. Das kann ich hier nur andeuten. Negativ gesprochen heißt das, jede Privilegierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Stamm, einem Bekenntnis, einer Rasse, einer Klasse oder einem Geschlecht wird zurückgewiesen. Der politische Republikanismus liegt, wie Kant ja klassisch ausgearbeitet hat, ganz auf der Linie dieses Prinzips. Nun gibt es sofort einige Zweifel und ich will abschließend nur zwei kurze Korollare hinzufügen aus aktuellem Anlass. Erstens, wir wissen natürlich, dass die universelle Diskurskompetenz de facto keineswegs jedem zukommt, sondern hier handelt es sich um eine Figur, die zwar jeder kennt, die aber in der Wissenschaftstheorie selten bedacht wird, nämlich um eine Präsumption. Jeder kennt, wenn es um Straftaten geht, die Unschuldspräsumption in Bezug auf die Betroffenen, die Angeklagten, die sind so lange unschuldig, bis sie rechtskräftig verurteilt sind. Selbst wenn man fest davon überzeugt ist, dass sie schuldig sind, betrachten wir sie erst als schuldig, wenn sie rechtskräftig überzeugt sind. Jeder kennt das Prinzip der Benevolenz bei der Interpretation von Texten, das wir unseren Studenten immer vermitteln müssen. Also schon in der ersten Sitzung über Kant hat der erste Student einen Schlussfehler bei Kant entdeckt. Und da muss man ihm sagen, nee, ein Kant macht keine simplen Schlussfehler. Ja. Das ist das Prinzip der Benevolenz, auch eine Präsumption. Und hier geht es natürlich bei der Kompetenz auch um eine Präsumption. Wir müssen als Bürger uns wechselseitig diese Kompetenz unterstellen, auch wenn wir wissen, dass sie in vielen Fällen nicht oder nur teilweise erfüllt ist. Im Übrigen hängt mit dieser Einsicht ja auch die Einführung, die vehemente Eintreten der Aufklärer, insbesondere auch Kant, für die allgemeine Schulpflicht zusammen. Und allgemein heißt ja Schulpflicht sowohl für die jungen niederer Stände als auch für die Mädchen. Die jungen höherer Stände wurden natürlich beschult, auch vorher. Aber warum wird diese allgemeine Schulpflicht gefordert? Nun, weil die de facto bestehenden Kompetenzdefizite auf diese Weise, so die Vorstellung der Aufklärer, eben kompensiert werden können. Das heißt, universelle Diskurskompetenz ist eine Präsumption, deren kontrafaktische Unterstellungen durch Bildung und Erziehung kompensiert werden können. Und das paradigmatische Faktum der Vernunft ist die Wissenschaft. Bildung ist also nach dieser Auffassung wissenschaftspropedeutig und das zentrale Lernziel etwa des ganzen sekundären Bildungswesens, die Studierfähigkeit. Wer redet da heute noch drüber? Vor allen Dingen die Universitäten müssten doch eigentlich fordern vom sekundaren System, dass dieses auf sie gewissermaßen hingeordnet ist und das Lernziel der Studierfähigkeit sagte das noch aus. Heute werden ganz andere Lernziele verhandelt, die jedenfalls nur am Rande damit was zu tun haben. Das ist die erste sozusagen bildungspolitische Bemerkung. Und die zweite betrifft, wie einleitend angekündigt, den Begriff der Rationalität. Rationalität, das ist natürlich ein schillernder Begriff, der erheblicher Kommentare bedarf, aber im Kern meint man damit eben die Fähigkeit, Verfahren diskursiver Einlösung von Geltungsansprüchen zu erfinden, ihnen zu folgen und darüber zu verfügen. Und wenn man über etwas verfügt, dann ist man nach heutiger Diktion kompetent. Rationalität ist also kurz die Fähigkeit zur Erzeugung von Wohlfundiertheit. So könnte man mal definitorisch zusammenfassen. Nun, da gibt es erhebliche Kritik, zum Teil auch an der Philosophie, an diesem Rationalitätsgedanken. Die Philosophen kritisieren zum Beispiel ein ökonomistisches Verständnis, den Homo economicus, eine bloß prudentielle Vernunft und so weiter und haben allerlei erfunden, etwa die Unterscheidung zwischen Zweck- und Sinnrationalität im Anschluss an Max Weber oder die von Habermas sehr stark gemachte Unterscheidung zwischen strategischem und kommunikativem Handeln. Nun, ich bin kritisch gegenüber diesen
Aktivitäten, weil sie insgesamt den Begriff des Zwecks, also Handlungszweck, immer an die Vorstellung verschenken, die wir mit dem Wort nutzen. Ja, natürlich kann nicht jede Handlung unter dem Gesichtspunkt eines kurzatmigen, gar pekuniären Nutzens betrachtet werden. Es gibt eben Handlungszwecke, die bringen keinen Nutzen. Zum Beispiel das Pflegen, Eingehen, Pflegen, Aufrechterhalten einer Freundschaft, um das aristotelische Beispiel zu nehmen. Aber Freundschaft ist gleichwohl Zweck einer Handlung, wenn auch kein Nutzen. Und da sehen wir, wir müssen zwischen Zweck und Nutzen unterscheiden. Und dann gewinnt auch der Gedanke der Klugheit im Anschluss an die aristotelische Phronesis wieder ihre rechte Bedeutung. Heute heißt ja Klugheit so viel wie Wahrnehmung kurzfristiger Eigeninteressen. Aber das ist natürlich ein völlig entarteter Klugheitsbegriff, sondern wir meinen mit der Klugheit doch vernünftigerweise die Fähigkeit des Menschen, die Tugenden sozusagen auf der rechten Mitte zu halten und die rechte Mitte auszumachen. So hat Aristoteles das ja bestimmt. Wenn man das so sieht, und das können wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen vertiefen, dann ist die Zweckmittelrationalität ohne weiteres der Inbegriff von Rationalität, wenn wir den Zweckbegriff eben so interpretieren. Und ich weise nur abschließend darauf hin, dass ja Kant die Würde des Menschen mit Hilfe des Begriffs des Zwecks an sich selbst charakterisiert hat, also in Terms of Mittel und Zweck charakterisiert und dabei gar keine Sorge hatte, irgendwas mit irgendeinem Nutzen zu konfundieren. Und auch die Erkenntnisrationalität ist dann eingebettet in die Zweckmittelrationalität, denn Erkennen ist Handeln und Handeln tut man zu einem Zweck, also auch Erkennen zu einem Zweck. Das ist ganz unaufgeregt zu diskutieren. Das also ein kleiner Ausflug noch in die Rationalitätsdiskussion. Nun, Europa, habe ich gesagt, ist nach meiner Empfehlung zu charakterisieren als die Domäne, in der das abendländische Rationalitätsprojekt sich verwirklicht. Und wenn wir uns fragen, ob ein Staat denn dazugehören soll oder nicht, dann ist die einfach kriteriale Frage aufzuwerfen, ob dieser Staat sich dem abendländischen Rationalitätsprojekt unterwirft oder nicht. Und wenn ja, dann ja, und wenn nein, dann nein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.